Hey Leute, herzlich willkommen auf Barney's Kitchen. Ich bin wieder da. Hat ein bisschen gedauert, aber aufgrund eines neuen Jobs, den ich gerade habe, habe ich gerade einfach nicht die Zeit. Dafür haue ich heute auch mal wieder einen raus. Macht prinzipiell gleich zwei Gerichte und auch noch ein mega Special Topping für euch. Wow. Ihr müsst definitiv dranbleiben. Ja, was soll ich noch sagen, außer was wir machen und wie wir das machen, folgt klar. So, was es heute gibt, habe ich mindestens 238 Mal geübt, bevor ich das jetzt so raushauen konnte, ist Thunfischfrikadellen mit einem Fenchel-Champignon-Salat, den Fenchel-Champignon-Salat mit einem speziellen Topping und noch einem Dip dazu. Wie wir das Ganze machen und was wir dafür brauchen, folgt jetzt. Als kleiner Tipp noch, wer sich wirklich low carb ernähren will, aus Blumenkohl kann man auch mega geil Fake-Reis machen. Also hackt den genauso klein in der Küchenmaschine wie jetzt für die Thunfischfrikadellen, haut den kurz in die Mikrowelle mit einem Schluck Wasser dazu und ein bisschen Salz und ihr habt mega geilen Fake-Reis für alles, für das man sonst Reis braucht. Geschmacklich ganz geil, deswegen habe ich an die Frikadellen noch Balsamico-Essig dran. Wer es mag, weglassen. Wer es mag, mit reinhauen, ist auf jeden Fall geschmacklich ein kleines Highlight. Frikadellen bei 180 Grad für 30 Minuten in den Ofen. Und jetzt, wo die Frikadellen vor sich hin rutscheln, werden wir uns erstmal dem Fenchel-Champignon-Salat widmen. Und dass man auf so einem Teil mehr als Eier schneiden und Gitarre spielen kann, zeige ich euch jetzt. Champignon-Salat wäre jetzt auch soweit. Das Special Topping kommt noch, versprochen. Bleibt dran, ihr werdet es nicht bereuen. Oder vielleicht doch. Schauen wir mal. Jo, und dass der ganze Spaß nicht zu trocken wird und wir noch irgendwie was dazu zum Reinditschen haben, machen wir noch einen Dip dazu. Das ist derselbe Dip im Prinzip, den ich schon in Barney's Kitchen Nummer 5 gemacht habe. Mit den Hanfsamen, Haselnuss, oh, leck mich aber Schleckerhähnchen. Bleibt dran. Wie das Ding geht, was ihr dafür braucht, zeige ich euch auch noch fix. Thank you.
wird der Salat angerichtet und was jetzt folgt, ist mein Special Topping. Und mein Special Topping, das Ding ist ja eh schon gesund. Fenchel, Champignons, Rohkost, super gesund. Und wenn ihr dann eine richtige Proteinbombe draus machen wollt, mein Freund Bär wäre stolz auf mich, haut die Dinger rein. Buffalo-Würmer. Sehen scheiße aus, sind aber richtig lecker, haben mega viele Proteine. Mein heutzutage Superfood, hauen sie alle rein. Also habe ich mir gedacht, ich bestelle mir die auch mal. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt. Sieht nicht wirklich schön aus, schmeckt aber richtig lecker. Schaut weg oder bleibt noch kurz dran, weil jetzt kommen die Dinger auf meinen Salat. Genug gut gekocht, das war's schon wieder aus Barneys Kitchen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Sorry, dass ich die letzten Zeit ein wenig habe auf mich warten lassen und dass ich aussehe, wie ich aussehe. Mein neuer Job, der schafft mich einfach gerade im Moment. Nichtsdestotrotz, ich bleibe auf jeden Fall dran. Am Sweet Sunday gibt es wieder eine Kids Edition, in der meine Kinder was für euch machen. Mehr bleibt mir eigentlich gerade nicht zu sagen, außer danke, dass ihr reingeschaut habt. Für alle, die mich abonniert haben, tausend Dank und lasst ein Like da. Für alle, die mich nicht abonniert haben, haut doch mal auf die Glocke, abonniert mich, logischerweise. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer Scheiß auf Twitter, folgt mir auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal, ihr lieben Menschen. Haut rein. Peace. Run.